Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program und wir haben heute die Moonflyer, oh, wie habe ich denn die geschrieben, um 1 dran, die heute mit dem Bill fliegt. Ich hätte gern einen Piloten am Start, nehmen wir Violant da. Hier, ich würde sagen, Launch. Wir haben ja letztes Mal sie einmal abgeschossen ohne Verstärkungen und hin und her und wir waren ein bisschen zu schwer. Halt nicht so viel zu schwer, aber ein bisschen zu schwer. Und deswegen würde ich sagen, nicht lange reden. 3, 2, 1, Liftoff! Holy shit auf Mother! Das ist verdammt heftig. Gebt euch mal den Strahl. Alter. Alter Verwalter. Alter. Mit dem Benzin schaut es momentan auch gut aus. Die Fuel Engines gehen fast gleich leer wie die Antriebe. Aber doch schneller, wie es mir scheint. Ja, eindeutig schneller. Das ist gut. Oh, wir werden auch ziemlich schnell 200. Wir können mal die Antriebe ein bisschen herunterfahren. Ich glaube, die Düsen kriegen das ganz gut alleine hin. Die kriegen es echt alleine hin. Wollte mich verarschen. Stellen die mal auf 0. Man merkt schon, die FPS-Zahlen vom Spiel gehen gerade dezent in den Arsch. Wir kommen vom Kurs ab! Halt! Halt! Ja, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Vor allem, weil wir uns jetzt gerade gegen Gen Boden steuert. Hallo? Hallo? Nein! Wir müssen jetzt warten, bis die Antriebe aus sind. Ziehen jetzt langsam wieder gegen... Abkoppeln. Oh oh. Abkoppeln. Oh shit! Okay, wir müssen jetzt, dezent alles dekappeln. Wir können aber auch hier nichts mehr retten. Die abkoppeln und Fallschirme raus. Vielleicht ein bisschen früh gewesen, aber ich habe sonst keinen Plan, wie wir sonst hier noch weitermachen können. Da drüben. Das war jetzt ein dezenter Fail. Für eine Rakete, die eigentlich hätte besser laufen sollen. Aber wir können hier mal ein paar Experimente nehmen. Lock Temperature. Ja, 5,61 ist nochmal wieder was. Ungefähr so habe ich auch die ganze Zeit irgendwie geschaut, dass ich irgendwie ein paar Punkte krieg. Hier kriegt man wieder nichts. Ja, es war eigentlich nicht so spannend die letzten paar Male. Ich höre Lust auf wieder ein Rauschen. Oh! Oh! Die machen noch ein paar schöne Flüge, glaube ich. Vielleicht hätte man ja in die Rakete ein paar Stabilisatoren einbauen sollen. Aber ihr wisst, wie mein IQ ist, wenn es darum geht, Raketen zu bauen. Ist da gerade was gebumst? Macht da gerade was Bums irgendwo? Aber wir haben noch keine Toten zu verschreiben, außer Jeb. Wir sind auf 1000 Meter Höhe. What the fuck, was geht hier gerade ab? Da ist mein Schatten. Das finde ich gut. Oh Gott, das wird jetzt wieder lange dauern. Sie freut, die hat immer noch ein Smile im Gesicht. Die ist fast wie Jebediah, die Valienda. Valienda, Scheißdreck, fick da, die Fida, ey.
Ich nehme jetzt mal den mittleren Fallschirm weg, weil wir einfach mit 4 km/h viel zu schnell sind. Zu langsam sind. Ja, das geht jetzt eindeutig schneller. Man kartet einfach mal so, Alter, den braucht man doch nicht. Was denkt denn ihr? Das braucht man nicht. So, 60 Meter. 40, 30, 20, Einschlag. Habe ich eigentlich schon eine Wasserprobe genommen? Wir tun den Eingang so seitlich postieren und tun mal ein EVA machen. Machen wir gleich mal ein EVA Report. Ja, den hat man noch nicht. Hihihihi. So, und jetzt taken wir mal ein Surface Sample. So, und jetzt müssten wir eigentlich wieder in die Rakete reinkommen, ne? Und boarden. Und jetzt tun wir uns abschleppen lassen. Wir sollten schon die ersten Punkte wieder haben. Ja, eigentlich relativ schnell. Und so musst du dir vorstellen, musst du die ganze Zeit wirklich grinden, bis du zu 200 Dings rumkommst. Oh, 27 sogar. Nett. Also wenn wir so weitermachen und weiterhin solche Fails machen und dann Punkte dafür kriegen, würde ich sagen, kommen wir relativ schnell zum Docken im Weltraum, im Orbit. Aber es ist jetzt erstmal unsere Mission, ein sicheres Flugzeug in den Weltraum zu schicken, das ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, aus irgendeinem Grund. Delfin. Delta Winglet. Wir machen jetzt überall Stabilisatoren dran. Ding wird jetzt erstmal komplett. Alter, wie viel das Ding kosten müsste. Wenn wirklich du mit Geld, also diese Money-Version spielst, Alter, da wird dich das aufregen, wenn das Ding nicht fliegt. So, okay, nochmal safen. Und Versuch Nummer 3, meine Freunde. Versuch 3 ist nun in den Startlöchern. Wir hoffen immer noch das Beste für die Rakete, aber machen wir uns keine großen Hoffnungen. Es funktioniert wieder nicht. Das wäre auch ein Hammer, wenn bei mir mal ein Flugzeug fliegen würde. So, okay. SAS gedrückt. Hallo, SAS. Reaktivieren Sie bitte jetzt. 3, 2, 1, Liftoff. Boah, jetzt leckt es sogar noch mehr als davor. Alter Verwalter. Funktioniert auch ohne, nice, okay. Die Rakete tut gerade dezent lecken. Wuhu! Dampfbad! Wuhu! Ich übersteuere gerade so dezent. Wow, wir haben gerade 8 FPS. Das Spiel ist so übel mit der. Mit der. Wem fällt was auf? Wem fällt was auf? Oh Gott, nein, ich hab die Schaffi. Die Rakete nicht symmetrisch gebaut. Ich würde einfach warten, bis die wirklich leer sind. Jetzt mixen wir uns ein. Damit unsere Antriebe jetzt auch schon mal in Lauf gehen. Drehen wir nochmal leicht aufs erste Drittel runter. Die Antriebe sind jeden Moment leer. Wird die Kappe. Alter, sieht, gibt euch diese Framerate. Boah, ist die übel.
So. Ja, nice. Genauso wie wir es wollten. Alles funktioniert nach Plan. Momentan noch. Nach der heutigen Aufnahmeserie werde ich nochmal mit den FPS oder mit der Aufnahme. Alter, wie es hier gerade schneit. Ja, leck mich Zucker. Ich mag anmerken, dass es heute bei uns extrem schneit aus irgendeinem Grund. Und ich sehe vor meinem Fenster gerade nur weiß. Aber rein weiß. Das ist so extrem. Nice, wir haben Weltraumstufe 1 erreicht. Auch nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Wir bleiben schön auf dieser Position. Welche geht. Die geht jetzt. Bedeutet, wir sind dann so, okay, ja. Sehr schön. Sind die Antriebe nicht mal. Die sind weiß. What the fuck? Dieses neu. Kommt auf jeden Fall mir neu vor. Wie schaut es auf der Map mit der Art mit dem Orbit aus? Momentane Größe ja noch nicht so wirklich spektakulär. Ihr könnt jetzt eigentlich gleich die Framerate sogar lesen. Wieso ist denn die gerade so scheiße? Wuppala. Was muss denn der neu rendern? Achso, ich kann die ja schon decoupeln. So. Und ihr seht, die Tanks sind wieder voll. Das liegt daran, dass ich einfach da und darüber getankt habe und die nur von dem einen Tank da genommen haben. Das ist so richtig nice. Das dauert jetzt noch länger, bis die überhaupt leer sind. Es sollte ja einigermaßen funktionieren. Wie schaut es momentan wieder mit dem Orbit aus? Ja, 90.000 schon mal, das ist schon mal gut. Wir tun jetzt einfach die ganze Zeit Thrust geben. Und dann wird sich das nach einer Zeit schon lösen, das Problem. Nachher sind wir eh nur noch auf der einen Stage-Line, also müssen wir dann eh schauen, wie wir uns da handeln. Haben nicht Angst, dass genau da dann die Probleme aufkommen. Ja, Fabius Austria spielt Rust. Wir befinden uns jetzt offiziell im Weltraum. So. Und es wird auch eindeutig jetzt schneller mit der Zunahme des Orbits. Wir sind schon bei 150. Und der Orbit wird auch länger, genauso wie wir es wollten. Wir tun noch ein bisschen flacher drehen, damit wir mehr in die Vertikale gehen als in die Horizontale. Ne, Vertikale, Horizontale. Ach, scheiß drauf. Bowlen ist auch nur einmal im Jahr gewesen. Also, ja, das wird jetzt dezent hoch. Das wird echt dezent hoch. Schauen wir, dass wir so bei 500.000 ankommen. Ja. Oder wir warten, bis der Tank hier leer ist. Das kann ja noch ein bisschen dauern, aber dann... Ja, warten wir noch ein bisschen. Bis diese eine Ding noch leer ist, eine Stage hier. Zap, und der Tank ist wieder voll. Das ist gerade das so Geile dran. Der Tank da oben wird ja gar nicht angetastet. Der ist ja eh dezent voll, aber die hier sind sozusagen jetzt nie angetastet worden. Und wir haben einen Orbit mit Höhe von 458.000. Läuft diesmal, läuft. Aber Leute, wir spulen jetzt noch bis zum Höhepunkt dieser Folge. Und zwar der höchste Punkt. Das ist heute auch der Höhepunkt dieser Folge. Muss ich leider zugestehen, einen anderen Höhepunkt habe ich für euch heute nicht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.